Laufen, liebe Leute. Hier ist Astrid mal wieder aus Grimmelshütte. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und ja, ich habe euch ein paar Sachen zu zeigen und ein paar Sachen auch nicht zu zeigen. Fangen wir mit dem an, was ich gerade trage. Ihr seht hier einen ganz witzigen Stoff mit sehr schönen Eulen, die auch so ein bisschen böse gucken. Der hat mir total gut gefallen, kommt von Wasted Fabrics und ich habe daraus genäht ein Oversized-Shirt von The Assembly Line. Ich habe genäht die Größe L ohne irgendeine Änderung und ich muss sagen, das gefällt mir ziemlich gut. Also ich kann mir vorstellen, wenn man es wirklich oversized haben will, dann hätte ich vielleicht XL nähen sollen. Aber ich habe mich, wie soll ich sagen, ich habe einfach die Maße so ein bisschen mir angeguckt und dachte, ich mach mal L und bin aber wirklich sehr zufrieden damit. Ich habe die Bluse jetzt hier nicht geknöpft, weil dieser Stoff leider doch keine Viskose war. Ich hatte den irgendwie als Viskose gekauft und der ist aber doch ziemlich kunststoffmäßig und ja, das hat man natürlich dann immer so eine, wie soll ich sagen, so eine Schwitzjacke dann gleichzeitig an. Wobei ich sagen muss, der ist sehr angenehm zu tragen. Also ich finde das jetzt nicht übermäßig, wie soll ich sagen, aufheizend oder so. Aber ich fand es trotzdem ganz schön, den so als Jacke da drüber zu tragen. Die Bluse, ich zeige euch das mal ganz kurz, indem ich das ein bisschen runterstelle. So, die Bluse geht mir also bis gut über den Po und vorne, ja, also ne, da ist kein Brustabnäher drin, deswegen ist das natürlich vorne dann etwas kürzer als hinten, aber bei der Größe und bei der Länge finde ich das völlig in Ordnung und ja, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich mir da noch ein oder zwei von nähe. Ja, genau, also schönes Ding. Wie gesagt, Assembly Line, Oversized Shirt. Ich schreibe das natürlich unten auch alles wieder in die Shownotes rein. Heißt das Shownotes? Naja, also in den Dialogkasten und dann könnt ihr dort also auch nochmal nachschauen und ich verlinke euch das natürlich auch gerne. Ja, im letzten Video, fangen wir mal von hinten an, habe ich euch von der Bluse Amalfi von Sewing Mason berichtet, dass ich die nähen wollte und habe euch einen Stoff gezeigt auch, der sehr monochrom war, also schwarz, grau, verschiedene Grautöne so und der also so ein bisschen wie so ein Seidenfoulard-Druck aussah und den ich geschenkt bekommen hatte und daraus wollte ich die Bluse einmal nähen, weil ich dachte, ich gucke mal, ob sie mir überhaupt gefällt. Ja, und hier seht ihr sie. Hier ist die Bluse Amalfi von Sewing Mason und in ihrer vollen Schönheit. Was mich ja sofort angezogen hat und weswegen ich da immer wieder drauf geguckt habe, waren diese Ärmel, die nach hinten so ein bisschen runterfallen. Und da muss ich auch sagen, also die finde ich total angenehm zu tragen. Ich werde die gleich eben einmal überziehen. Ich habe ja einen Rolli drunter, dann ziehe ich die eben mal ganz kurz rüber. Ja, und dann sieht man eben halt hier die Knopfleiste vorne und der Kragen sozusagen als Beleg sind hier doppelt gearbeitet. Und da ist der ganze Ausschnitt. Oh, Entschuldigung, da ist also die ganze Weite aus den Raglan-Teilen ist da also eingekräuselt. Das war natürlich eine ziemliche Fummelarbeit, einfach auch, weil das hier ja auch nur 2 cm sind. Aber am Ende ging es halt doch relativ gut, muss ich sagen. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass mir vorne die Ecken nicht gut gelingen, dass das irgendwie da ausfranst. Tut es aber nicht. Die Bluse ist inzwischen gewaschen und hat es überlebt. Und wie gesagt, also ich finde die sehr schön. Die ist nicht sehr lang. Das finde ich aber auch ganz nett, muss ich sagen. Ja, und ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden. Und auch von dieser Bluse werde ich mir mit Sicherheit spätestens für den Sommer noch eine machen in einem dünnen Baumwollstoff oder vielleicht sogar auch in einem Leinenstoff. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich ziehe die jetzt mal eben kurz über. Eigentlich sind natürlich die Knöpfe nicht notwendig. Die kriegt man ja leicht so drüber. Ich habe da auch ausnahmsweise mal goldene Knöpfe dran gemacht, einfach weil ich fand, dass zu dem Print dieses Design von den Knöpfen so gut gepasst hat. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass ich irgendwie goldfarbenen Schmuck habe, denn ich bin so ein Silbermensch. Das habe ich einfach nicht. So, das passt jetzt nicht unbedingt zu dem blauen Pullover, ist aber am Ende auch egal. Ihr sollt ja sehen, welche Passform das hat. Und
so sieht die Bluse aus. Also hier sieht man nochmal schön die Ärmel, dass die also hinten deutlich länger sind als vorne. Und der Ausschnitt ist groß, aber der ist hinten nicht zu groß. Ich habe immer so ein bisschen kalten Nacken und da ist mir das immer hinten dann, ja, wie soll ich sagen, also das geht gerade so, möchte ich mal sagen. Ja, und ansonsten seht ihr, wie lang die Bluse ist. Ich kippe auch hier noch mal ein bisschen die Kamera, so dass ihr das sehen könnt. Genau, also ich habe hier eine ganz normale handelsübliche Jeans an, eine von den letzten Hosen, die überlebt haben in meinem Schrank, die ich nicht selbst gemacht habe. Und da kann man dann schön sehen, wie lang diese Bluse ist. Die ist hinten halt auch länger als vorne. Das ist tatsächlich aber auch grundsätzlich so geschnitten. Und ja, durch die Weite braucht sie natürlich eigentlich keine Brustabnäher im Sinne von, damit es reinpasst. Schön sind, wären sie natürlich schon trotzdem gewesen, damit es vorne gleich lang ist wie hinten, wenn man das mag. Ich persönlich finde das völlig in Ordnung und bin damit sehr zufrieden. Also, das ist diese Bluse. Ich ziehe die andere wieder über, denn tatsächlich merkt man schon, dass die andere wirklich wärmer ist durch das Kunstgewebe. Aber wie gesagt, schönes Teil, wird auf jeden Fall noch bestimmt noch eine für den Sommer genäht werden. Was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, ist, dass man die zum Beispiel auch näht und sie eben halt auch so ein bisschen so als Jacke benutzt, so zum Überziehen. Also, dass man dann nicht ganz so dünnen Stoff nimmt und das dann als Jacke so zum Drüberwerfen nimmt. Das kann ich mir auch zum Beispiel sehr gut vorstellen. Ja, dann hatten wir letztes Wochenende mit den nähenden Nordlichtern, also mit meinen Nähfreundinnen, mal wieder ein Wochenende. Letztes Wochenende, vor 2 Wochen. Und das war also wie immer sehr schön. Meine Schwester sagt immer, wenn sie wirklich so ihre Ruhe haben will, dann gehen wir nach Hause, machen die Türen zu, ziehen die Zugbrücken hoch und dann ist Ruhe. Und tatsächlich ist das ein total guter Vergleich. Also wenn wir so zusammen sind, zu viert oder zu fünft, also vor 2 Wochen waren wir nur zu viert, eigentlich sind wir ja zu fünft, dann ist das tatsächlich so wie Zugbrücke hoch. Und man ist da so in seiner, wie soll ich sagen, in seinem Kokon auch wirklich. Und diese Zeit ist immer wirklich sehr, sehr intensiv, aber auf eine Art und Weise, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich so noch nicht erlebt. Also auf diesem Wege, liebe Marion, liebe Christiane, liebe Ingrid und in Abwesenheit von vor 2 Wochen, liebe Elke, es ist immer eine so tolle Zeit mit euch und man kann oder ich kann das gar nicht wirklich gut erklären, was das für mich und meine Verfasstheit bedeutet. Also Mental Health ist ja ein großes Stichwort und ich bilde mir ein, dass es um meine Mental Health relativ gut bestellt ist, aber ich merke eben halt immer nach so einem Wochenende, wie unfassbar bereichernd und bereichernd das tatsächlich auch ist. Genau. Genug Sentimentalität. Was habe ich noch genäht an diesem Wochenende? Dieses hier. Das ist ein Hemd für meinen Mann. Ihr erinnert euch vielleicht auch an diesen Stoff. Den hatte ich auch von Wasted Fabric gekauft, weil ich dachte, ich könnte mir eine Bluse daraus nähen. Aber ich glaube, wenn man es anhält, und ich hatte das ja schon befürchtet, das sind halt wirklich gar nicht meine Farben. Aber mein Mann hat den gesehen bei der Gelegenheit, denn der hatte während des Videodrehs mal reingeguckt und hatte nachher gesagt, was hast du denn da für einen Stoff, der gefällt mir richtig gut. Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, willst du ein Hemd haben? Und das wollte er gerne und dann habe ich dieses Hemd vor 14 Tagen genäht. Das ist das Herrenhemd James von Petitdou. Und ihr wisst ja, und ich wiederhole mich gerne, wenn ich nicht Stocks nähe, dann nähe ich sehr gerne Petitdou. Und so habe ich also sofort auch dort den Hemdenschnitt gekauft und runtergeladen. Und bin, was den Schnitt angeht, natürlich super zufrieden. Also das hat wieder richtig viel Spaß gemacht, den zusammenzubringen. Und ich habe tatsächlich das zweite Mal, aber auch wirklich sehr schön richtige Ärmel
Versäuberung hier hingekriegt. Da bin ich also wirklich sehr, sehr stolz drauf. Ich meine, gut, das geht natürlich mit so einem Baumwollstoff, der sich wirklich gut bügeln lässt, auch natürlich sehr gut. Aber nichtsdestotrotz, also zusammenkommen müssen sie ja trotzdem erstmal. Und da habe ich mich sehr über mich selber gefreut, dass mir das so gut gelungen ist. Als Knöpfe habe ich sehr einfache schwarze, nicht ganz schwarz, so grau sind sie, so ein bisschen anthrazitfarbene genommen. Ja, also ich fand einfach, die passen, die sind ein bisschen schlicht. Was ich gemacht habe, was in dem Schnitt so an sich nicht zu, also nicht vorgesehen ist, ich habe die Passe doppelt genäht, also habe da mit der Burrito-Methode die Passe gedoppelt und das finde ich persönlich immer ganz schön. Das ist so ein bisschen, das strukturiert es nochmal so ein bisschen. Und natürlich ist es auch ganz nett, wenn hier, also an der Schulter vorne und hinten nicht die die Nähte letzten Endes so kratzen und schuppern, und sondern das also wirklich auch schön über der Schulter sitzt. Insgesamt ist das ein sehr, sehr schönes Hemd geworden. Mein Mann mag es sehr gerne und jetzt kommt aber der Wermutstropfen. Es ist zu klein. Ich habe gemessen und ich habe mir auch die Maße, also die Fertigmaße angeschaut und bin dann tatsächlich sogar eine Größe größer gelandet, als ich das eigentlich gesollt hätte, weil ich weiß, dass mein Mann das lieber ein bisschen loser mag. Hab genäht die Größe M, wo es eigentlich noch hätte die Größe S sein können. Und was soll ich sagen? Es hätte Größe L sein müssen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also es ist nicht so, dass er da nicht reinkommt, aber er ist einer, der gerne ein T-Shirt drunter zieht. Auch jetzt gerade im Winter natürlich ein langärmeliges T-Shirt. Und da sitzt er also so spack in diesem Hemd drin, dass er sich da, ja, wie soll ich sagen, also das wäre jetzt wie für uns Frauen so ein Sitzkleid, so ein Stehkleid wäre also für ihn dieses Hemd so ein Stehhemd. Und das ist natürlich eigentlich nicht der Sinn der Übung. Also er hat dann auch gesagt, er wird es im Sommer anziehen, ohne was drunter und vielleicht auch einfach nur so zum Überziehen und nicht zumachen. Aber das finde ich natürlich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Gut, ich lerne draus. Ich werde das nächste Mal wirklich mich in zwei großen Größen orientieren. Und tatsächlich ist es auch so gewesen, ich habe schon mal eine Weste genäht. Ich glaube, die heißt Chris. Die ist auch, also auch von Pettidou. Und die habe ich für meinen Sohn genäht und der wollte gerne eine Steppweste haben, die er natürlich über einen dicken Pullover anziehen kann. Und da, also selbes Spiel, das hätte also XL sein müssen, war nachher L. Ja, und da konnte er dann ein T-Shirt drunter anziehen. Also nichts mit Weste oben drüber und das, also mit Pullover unten drunter und dann Weste. Das war also auch sehr enttäuschend. Die Weste hat inzwischen ein gutes neues Zuhause gefunden bei einem Freund meines Sohnes, der etwas schmaler ist und ja, weniger breite Schultern hat als er. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen schade immer, aber gut, lernt man draus und ich muss es mir jetzt dann doch endlich merken, nachdem es das zweite Mal ist, dass es mir passiert ist, sollte es eigentlich nicht nochmal passieren. Ja, und dann habe ich euch noch ein Kleid, also ein Kleidungsstück zu zeigen. Und zwar habe ich den siebten Pullover genäht von Nomi Patterns 2010. Der große Oversized, also völlig Oversized Pullover Hoodie von Nomi Patterns, also von der amerikanischen von dem amerikanischen Pattern Verlag von Mimi G, also nicht von Mimi G, sondern wo sie ihre Leute auffordert, ja, ihre Schnitte zu zeigen, beziehungsweise die dann also entsprechend professionell herstellen lässt. Genau, und dann, und ich habe den Pullover ja inzwischen also wirklich für drei von den vier Kindern genäht, für die Freundin vom Sohn, für den Freund von der Tochter und einen eben halt auch für meinen Mann. Und jetzt am Wochenende hatten wir wieder hier bei uns im Mehrgenerationenhaus unser Nähkränzchen und eine Nähfreundin hatte diese Stoffe beide über, aus Gründen, sag ich mal. Und ja, und sagte, Mensch, also ich werde das nie benutzen, ist so. Und dann habe ich nur gesagt, also wenn du es nicht brauchst, ich nehme es sehr gerne. Ja, und dann habe ich also sofort gedacht, das wäre eigentlich, das sind natürlich die idealen Stoffe dafür. Die hat sie vom Stoffmarkt, also von daher, ich war dabei, ich habe es gesehen. Das hier ist also eine dicke Sweatshirt-Ware und dieser Ärmel mit dem
Ankermotiv drauf. Das ist ein richtiger Alpenvlies, also der ist wirklich auch sehr warm und kuschelig und das ist auch genau das Richtige für meinen Mann. Den Pullover, den ich ihm zuerst davon genäht habe, der ist ja auch aus so einem dicken Sweatshirt genäht in so einem Weinrot. Den schleppt er wirklich rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Also den muss ich, manchmal muss ich sagen, so jetzt muss er dringend mal gewaschen werden, dann kommt er in die Wäsche. Der schafft es meistens nicht mal in den Schrank, sondern der geht dann sofort wieder so aus dem Korb wieder auf den Mann. Und das ist aber natürlich toll. Also ich freue mich da natürlich sehr drüber, was soll ich sagen, wäre ja alles andere wäre ja Quatsch. Und von daher, ja, ist es ja genau das Richtige. Und als ich ihm dann den Stoff anbot, beziehungsweise ehrlich gesagt, er hat den gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, ich habe Stoff geschenkt bekommen und das wäre genau der Richtige für so einen Pullover. Möchtest du noch so ein? Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich gestern nochmal eben schnell diesen Pullover genäht. Ja, das ist soweit das, was ich zeigen kann, was ich genäht habe an Kleidungsstücken. Eine Sache habe ich noch und zwar hatte ich euch ja letztes Mal diese Tasche gezeigt und hatte behauptet, frech, dass es die Stichtag-Tasche ist von Sandras Allerlei. Und ich bin dann von einer Zuschauerin meines Kanals, Claudi heißt sie oder Claudia wahrscheinlich. Vielen Dank übrigens dafür, dass du mich da korrigiert hast, meine Liebe. Darauf aufmerksam geworden, dass es das nicht ist. Das ist also die Doppelzipper-Tasche, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und ich habe sie jetzt also fertig, wie man sieht. Habe alles zugenäht und man sieht halt auch, ich bin nicht besonders akkurat. Also das ist ganz lustig, die ist so ein bisschen gegeneinander verschoben. Wie soll ich sagen, ich schiebe die Schuld meiner Nähmaschine zu, die also wirklich nicht gerne sich anstrengt. Ich habe ja dieses Kunstleder hier mit so einer ganz dicken Einlage verstärkt, habe extra die Nahtzugabe freigelassen und habe aber jetzt auch gelernt, ich muss mehr als die Nahtzugabe freilassen, damit ich das sozusagen wirklich auch flach halten kann, damit meine Nähmaschine da gerne drüber geht. Insofern ist es aber nicht schlimm, als diese Tasche ja, wie gesagt, ein Probestück sein soll und ich ansonsten aber sehr zufrieden bin. Die hat ja diese beiden Reißverschlussfächer hier, so diese beiden. Und weil das ja zwei Einzeltaschen sind, die in der Mitte aufeinander genäht werden, hat sie eben halt in der Mitte noch dieses bunte Fach, was dann hier mit so einem Magnetverschluss verschlossen wird. Ich habe dann mit einem ganz einfachen Gurtband und zwei Karabinern eben halt einen entsprechenden eine entsprechende Tragegurt dran gebaut. Und jetzt geht diese Tasche zu meiner, wie gesagt, also mir ist letztes Mal schon nicht eingefallen, wie das Verwandtschaftsverhältnis heißt. Ich glaube, inzwischen ist es Großcousine. Aber egal, wie sie heißt, also sie wird jetzt diese Tasche bekommen und dann muss sie eben halt sagen, ist das die Tasche, die sie möchte oder oder müssen wir was anderes suchen. Und wie gesagt, es geht nicht wirklich um diese Tasche, sondern es geht um die Taschenform, denn sie will die ja unter der Jacke tragen, damit sie sozusagen ihre wichtigsten Dinge unter ihrer Jacke trägt und eben halt nicht mit einer Handtasche durch die Gegend läuft, bei der sie Sorge haben muss, dass sie vielleicht gestohlen wird und ihr von der Schulter gerissen wird. Genau, das waren die Sachen, die ich euch zeigen wollte. Jetzt noch eine ganz kleine Aufforderung. Ihr wisst oder wisst nicht, dass ich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gerne bei Stoffversand for You gekauft habe. Dorle Kuch ist die Inhaberin und hat das jetzt seit 30 Jahren geführt. Das Ganze hat angefangen mit so, wie soll ich sagen, mit so Nähkursen in ihrem Keller. Das war also total eng. Man saß wirklich so aufeinander und sie hatte dann in so einem Nebenraum nochmal so 3-4 Ballen Stoff für diejenigen, die nicht den passenden Stoff für das Nähprojekt dabei hatten. Und dann ist das also, irgendwann ist der Stoff natürlich mehr geworden, ist dann in die Garage gewandert und dann am Ende eben halt in eine Halle. Und von dort aus hat sie
den Trend mitgenommen und hat die holländischen Stoffmärkte hier bei uns in der Gegend oder beziehungsweise in ganz Deutschland abgefahren und hat da dann praktisch viel verkauft. Zeitgleich immer in so einer großen Halle in der Gemeinde. Und Halle sagt auch schon Halle. Also ich meine, das war jetzt keine Ramschhalle, im Gegenteil. Das ist also, sie hat ja wirklich ganz, ganz tolle Stoffe, auch teilweise Eigenproduktionen gehabt und GOTS zertifiziert. Also wirklich richtig, richtig gut, aber eben halt jetzt nicht so ein tolles Verkaufsgeschäft in der Innenstadt, sondern wirklich in einem Gewerbegebiet eine große Halle gemietet, die ordentlich eingerichtet, schön eingerichtet und da dann verkauft. So, und dann kam Corona und dann waren ja diese ganzen großen Veranstaltungen hinfällig, also dass die Stoffmärkte haben halt dann auch nicht mehr stattgefunden und ja, und danach sind sie dann halt auch nicht mehr auf Reisen gegangen, sondern waren dann nur noch im stationären und im Online-Geschäft die ganze Zeit. Und ja, und jetzt vor 14 Tagen kriegten wir alle die Nachricht, und das habt ihr vielleicht über Instagram auch gesehen, wenn ihr ihr folgt, dass dieses Geschäft jetzt schließen wird. Nach 30 Jahren macht Dorle ihre Pforten zu, also Dorle und ihr Mann ist es, die das beide zusammen betreiben, und sie machen jetzt ihre Pforten zu, und im Moment wird ganz, ganz viel abverkauft und ja, alles muss raus, wie es so schön heißt, und ich war also jetzt letzte Woche auch nochmal dort und habe noch ein bisschen was geholt, und ja, die beiden Stoffe, die ich geholt habe, die zeige ich euch jetzt nochmal. Genau, so, hier sind sie. Einmal, das ist, also man hat bei ihr sehr, sehr schön Stenzo kaufen können, und ich mag ja Stenzo wirklich sehr gerne, weil das einfach eine unheimlich gute Druckqualität ist. Und ich habe jetzt diese kleine Eule als Panel gekauft. Auf der Rückseite sind noch viele andere kleine Eulen. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob ich da was für mich nähe. Ich würde sehr gerne das Lounge-Set von Petitdou mir nähen. Irgendwie bin ich in der letzten Zeit immer wieder auf so Lounge-Sets gestoßen. Und ja, und da habe ich gedacht, ach, das ist so ein Basic-Ding, das hole ich von Petitdou. Dazu kommt, dass eine von den Nähfreundinnen hier aus Zetel tatsächlich neulich so einen tollen Pullover anhatte. Und ich sagte, und ich habe mir den immer angeguckt, während wir genäht haben, und gedacht, boah, das ist echt ein schönes Teil. Und die, das ist auch eine Nähfreundin, die ist so ganz super akkurat und so sehr sauber. Das heißt, also ich habe wirklich in dem Moment gedacht, das ist ein gekaufter Pullover gewesen. Und ganz zum Schluss habe ich dann den Schnitt von Petitdou rausgeholt, den ich eben auch bei Dorle gekauft hatte noch. Und habe gesagt, guck mal, das nähe ich mir als nächstes. Und dann sagte sie, ah, hättest du da was gesagt? Ich habe den Schnitt doch hier. Guck mal, das ist der Pullover. Und ich dachte nur, aha, okay, das ist der Pullover. Der sieht super aus, den will ich. Ich habe es gut gekauft. Ja, genau, also so ist das. Ne? Immer mal erst fragen und dann kaufen. Aber man lernt ja nie dazu. Genau, und ich habe jetzt also von Dorle hier nochmal 3 Meter von diesem wunderschönen French Terry, auch von Stenzo gedruckt, gekauft mit diesen Wasserkreisen oder Baumscheiben, wie nennt sich das? Jahresring, genau, Jahresring. Und das ist also auch eines ihrer eigenen Designs. Den gab es in dunkelbraun, also so Petrol, ähnlich wie die Eule, mit hellen Baumscheibenringen drin. Und zu dem Zeitpunkt, wo es den gab, war ich nicht schnell genug und ich habe mich immer geärgert. Sie hatte ihn dann nachher noch in der braunen Farbstellung, aber braun ist ja nun nicht meins. Also das war zwar schön, dass er da lag, aber für mich auch gar nicht zu kaufen. Und da habe ich mich immer drüber geärgert. Und jetzt habe ich den gesehen, dass sie den nochmal hat. Und vor allen Dingen, den hatte sie vorher nicht auf French Terry, sondern den hatte sie vorher auf einem normalen Jersey, auf einem Single Jersey. Und ja, und das ist natürlich jetzt nochmal toll, weil das ist natürlich der ideale Stoff für ein Lounge-Set. Und ich habe halt überlegt, weil das hier natürlich die andere Farbstellung ist hier mit dem Dunkel, mit dem dunklen Grün und dem mintfarbenen, ob ich mir diese Eule nicht hier wirklich vor den Bauch nähe. Das könnte ich mir halt sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich sehe jetzt schon, also es hat einen ziemlich tiefen Ausschnitt, und ich sehe jetzt schon, dass es hier nicht hoch bis zur Schulter reicht. Also die Entscheidung ist gerade gefallen, das gibt es also offensichtlich nicht. Und auf den Rücken nähe ich es mir nicht, weil da die
weil da die Kapuze liegt. Und ich will ja nicht, dass die Eule unter der Kapuze ist. Also wird aus dem Ding was anderes werden. Wahrscheinlich, mal gucken, vielleicht ein Billig-Sweatshirt oder so mit der Eule vorne drauf. Das könnte ich mir vorstellen. Aber das Lounge-Set, also den Pullover, werde ich mir dann aus was anderem nehmen. Wobei man die Hose ja zu allem anziehen kann. Also am Ende ist es ja egal. Da kannst du ja verschiedene Pullover zu tragen. Ja, das war das, was ich euch heute zu zeigen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich war dann doch wieder ein bisschen produktiv. Eine Bluse, noch eine Bluse, ein Hemd, ein Pullover. Tatsächlich sind doch ein paar Kleinigkeiten entstanden, die aber jetzt nicht so wunderschön sind, dass ich sie euch zeigen wollen würde. Wenn ihr noch Lust habt, dann geht doch nochmal auf Stoffversand for You. Achtung, nicht Stoffe for You, das ist was anderes, sondern Stoffversand for You for, mit eben halt der 4. Und schaut mal, ob noch was da ist. Ich war ja wie gesagt da und der Laden ist schon ziemlich leer geräumt, aber sie hat eben halt auch die ganzen Kurzwaren. Sie hat noch Kordeln, sie hat noch endlos Reißverschlüsse. Also da findet man bestimmt im Bereich Kurzwaren auch auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die man sich auch hinlegen kann, für die man auch noch kein festes Projekt haben muss. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit zu nähen über Ostern. Macht's euch gemütlich. Ich hoffe natürlich, ihr habt dann auch schönes Wetter. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, ja, dann tut das doch einfach. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Die Zahlen sind ja kontinuierlich nach oben gegangen. Und ja, das ist natürlich ein tolles Gefühl für mich. Auch wenn die Abstände natürlich jetzt ein bisschen länger gewesen sind zwischen den Videos. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ja, und wenn ich euch dann das nächste Mal wieder begrüßen kann in meiner Hütte. Bis dahin, wie gesagt, habt schöne Osterfeiertage und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss, näht was Schönes.